Stell dir vor, du könntest jeden Tag direkt Einfluss auf die Gesetze und Entscheidungen in deinem Land nehmen. Eine Welt, in der Politik nicht mehr nur Sache der gewählten Vertreter ist, sondern in der du selbst aktiv mitbestimmen kannst. Und das alles mit einer einfachen App, der direkten Demokratie-App. Warum brauchen wir so etwas? Das Vertrauen in die Politik ist auf einem Tiefpunkt. Viele Menschen fühlen sich von einer Scheindemokratie gefangen, in der ihre Stimme nur alle paar Jahre zählt, während die eigentlichen Entscheidungen hinter verschlossenen Türen getroffen werden. Es gibt ein wachsendes Gefühl der Entfremdung zwischen den Wählern und den gewählten Politikern. Aber was wäre, wenn wir das ändern könnten? Mit der direkten Demokratie-App könnten Bürgerinnen und Bürger bei jedem Gesetzesvorschlag ihre Stimme abgeben. Egal, ob es um Steuergesetze, Umweltpolitik oder Bildung geht. Du hättest die Möglichkeit, direkt mitzubestimmen. Stell dir vor, du sitzt abends auf dem Sofa und bekommst eine Benachrichtigung. Ein neues Gesetz zur Gesundheitsvorsorge steht zur Abstimmung. Du öffnest die App, liest dir die Vorschläge durch, siehst dir Argumente dafür und dagegen an und entscheidest dann selbst, wie du abstimmst. In wenigen Sekunden hast du deine Stimme abgegeben und einen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung ausgeübt. Doch wie würde das in der Praxis funktionieren? die app wäre so konzipiert, dass sie leicht zugänglich und verständlich ist. zu jedem gesetzesvorschlag gäbe es eine kurze zusammenfassung, pro und contra argumente sowie mögliche auswirkungen. damit wären auch komplexe themen für alle verständlich. nach deiner abstimmung würdest du sofort sehen, wie andere abgestimmt haben und wie sich das auf das ergebnis auswirken könnte. Die Einführung einer solchen App würde nicht nur das Vertrauen in die Politik stärken, sondern auch die Teilnahme an der Demokratie erhöhen. Derzeit ist die Wahlbeteiligung in vielen Ländern rückläufig, weil Menschen das Gefühl haben, ihre Stimme habe keinen wirklichen Einfluss. Mit der direkten Demokratie-App würde sich das ändern. Die Menschen würden sich wieder für politische Prozesse interessieren, weil sie sehen, dass ihre Meinung zählt und direkte Auswirkungen hat. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bildung. Um eine solche direkte Demokratie erfolgreich zu machen, müssten wir schon früh anfangen, die Bürger zu schulen. Demokratie sollte ein fester Bestandteil des Unterrichts sein, damit die Menschen von klein auf lernen, wie sie an politischen Prozessen teilnehmen können. In der Schule könnten Kinder und Jugendliche lernen, wie Gesetze entstehen, wie man sich informiert und wie man rationale Entscheidungen trifft. Diese Bildung würde dazu beitragen, eine neue Generation von informierten und engagierten Bürgern heranzuziehen. Natürlich gibt es Herausforderungen. Wie verhindern wir Manipulation und Missbrauch? Wie stellen wir sicher, dass jeder die Möglichkeit hat, sich ausreichend zu informieren? Diese Fragen müssen beantwortet werden, aber sie sind lösbar. Mit der richtigen Technologie, Transparenz und Bildung könnten wir sicherstellen, dass die Direkte Demokratie-App ein Erfolg wird. Am Ende geht es darum, die Macht zurück in die Hände der Menschen zu legen. Die Direkte Demokratie-App könnte der Schlüssel zu einer gerechteren, transparenteren und partizipativeren Zukunft sein? Es ist an der Zeit, die Demokratie zu erneuern und den Bürgerinnen und Bürgern die Kontrolle über ihre Zukunft zurückzugeben. Denn Demokratie bedeutet nicht nur, alle paar Jahre zu wählen, es bedeutet, jeden Tag Teil des politischen Prozesses zu sein. Das war's für heute. Wir würden uns freuen, wenn du uns bei den Kommentaren deine Meinung zu diesem Thema mitteilen würdest. Und wenn dir unser Video gefallen hat, ein Like hinterlassen würdest. Wenn du in Zukunft kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere ganz einfach unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.